Sehr geehrter Herr Voger, Frau Voger, meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu der Auftaktveranstaltung unserer neuen Reihe Zeitzeugen im Gespräch hier im Saal der Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Ich freue mich, dass diese neue Reihe offensichtlich auf so große Resonanz gestoßen ist. Im Verlauf der kommenden 12 Monate ungefähr werden 6 Zeitzeugen eingeladen, um einem breiteren Publikum über ihr Schicksal während der NS-Zeit und auch darüber hinaus zu berichten. Die Besonderheit der Reihe besteht darin, dass alle 6 Zeitzeugen, die an den Veranstaltungen teilnehmen, gleichzeitig auch Stifter unseres Hauses sind. Stifter, die dem Museum Dokumente, Fotografien und Objekte von sich und ihren Familien geschenkt haben. Mit ihren Biografien repräsentieren sie ganz unterschiedliche Erfahrungen des Überlebens, nämlich als Immigranten, als Zwangsarbeiter, als Untergetauchte und als Überlebende von Konzentrationslagern. Heute Abend beginnen wir die Reihe mit Henry Voger, einem Nürnberger aus Glasgow oder einem Glasgower aus Nürnberg. Und ich freue mich sehr, Herr Voger, dass Sie mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter hier angereist sind, wie ich gerade eben gesehen habe, noch viel mehr, fast die ganze Familie. Die Arbeit mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen spielt eine zentrale Rolle in der archivpädagogischen Arbeit unseres Museums. Seit 2004 finden jedes Jahr bis zu 30 Workshops mit Schulklassen, Studenten und Lehrkräften statt, unter Beteiligung von Stifterinnen und Stiftern, mit denen das Museum durch Schenkungen von Familiendokumenten, Fotografien und Objekten zumeist über einen längeren Zeitraum hinweg eng verbunden ist. In den letzten 14 Jahren sind mehr als 100 Zeitzeugen nach Berlin gekommen, aus Israel, den USA, Kanada, Australien, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und aus Deutschland, um mit jungen Deutschen über ihre Lebenserfahrungen zu sprechen. An diesen Workshops haben über 8000 Schüler aus der ganzen Bundesrepublik teilgenommen. Und das Programm wurde von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft als Vorzeigeprojekt hervorgehoben. Ich möchte es nicht versäumen, auch an dieser Stelle der Stiftung ganz herzlich für Ihre langjährige Unterstützung zu danken. Vor allem aber danke ich auch Aubrey Pomeranz und seinem Team für die Konzeption und Organisation dieser Reihe. Wir freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, mit der neuen Reihe den Kreis der Zuhörer und Teilnehmer beträchtlich zu erweitern. Uns ist allen schmerzlich bewusst, dass die Generation der deutschen Juden die Entrechtung, Ausgrenzung und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus erleben mussten, jetzt ausstirbt. Denn es ist absehbar, dass wir ihre Stimmen bald nicht mehr hören werden. Umso wichtiger ist es, dass eine letzte Generation von Zuhörern die Möglichkeit bekommt, ihnen zu begegnen und ihre Lebenswege und Lebenserfahrungen aus erster Hand kennenzulernen. Die Reihe, die wir heute beginnen, wurde durch eine großzügige Spende der Stiftung Berliner Sparkasse ermöglicht. Unser besonderer Dank gilt der Stiftung und vor allem ihrem Kuratoriumsvorsitzenden, Herrn Kai-Uwe Peter, der heute auch anwesend ist. Lieber Herr Peter, Sie haben sich hier ganz persönlich und mit großer Begeisterung engagiert. Und dafür sind wir Ihnen alle zu Dank verpflichtet. Und damit übergebe ich auch jetzt Ihnen das Wort. Vielen Dank, lieber Herr Schäfer, verehrter, lieber Herr Voger, verehrte, gnädige Frau Voger, liebe Familie Voger, lieber Herr Schäfer, verehrte Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, Geschichte ist jetzt, Geschichte sind wir. Ich stamme aus einer kleinen Stadt im Norden Württembergs,
Man sieht es ein bisschen, manchmal hört man es vielleicht auch. Diese Stadt heißt Backnang und liegt am Rande des Schwäbisch-Fränkischen Waldes, nicht weit entfernt von Nürnberg, Ihre Geburtsstadt, lieber Herr Wuga, und damit inmitten eines Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alten Kulturraums, irgendwo an der Grenze zwischen dem, was heute Baden-Württemberg und Bayern ist. Die Stadt hat eine Geschichte, sie geht zurück bis hinter die Römerzeit, hat die Staufer gesehen, die Badener, die Württemberger, die Industrialisierung und die Moderne. Es ist eine ganz liebreizende Stadt mit ihren Fachwerkhäusern, wie man sie kennt aus Süddeutschland. Wenn man um diese Stadt gedanklich einen Radius von nur 20 Kilometern zieht, stößt man allein auf 4 Konzentrationslager. Im Westen Vaihingen an der Enz, das ist zum Neckartal hin, ein Außenlager des Vernichtungslagers Natzweiler in Elsass. Im Süden Leonberg, eine Stadt am Rande Stuttgarts. Dort gab es ein SS-Arbeitslager und die Zwangsarbeiter fertigten Teile für die Firma Messerschmitt, um damit das erste turbinengetriebene Kampfflugzeug der Luftwaffe herzustellen. Die eigentliche Arbeit wurde in Tunnelstollen verrichtet, die viele von Ihnen kennen. Es ist das sogenannte Engelberg-Tunnel der heutigen Autobahn A81, A8. Im Osten, Welzheim, mitten im Schwäbischen Wald gelegen, bekannt für sein großes römisches Kastell, das zum Limes der Grenzanlage gehörte und bekannt immerhin auch für Georg Elser, den Hitler-Attentäter. Schließlich im Norden, Schwäbisch Hall, die alte, reiche, freie Reichsstadt, reich geworden durch das Salz, mit dem Teilort Hessenthal, ein weiteres Außenlager von Natzweiler. Niemand in meiner Heimat kann sagen, er oder sie habe nichts gewusst. Wir werden zumindest einmal nicht sagen können, wir hätten nichts geahnt oder nichts befürchtet. Das Jahr 2017 ist zweifellos nicht das Jahr 1933. Aber wer von uns möchte mit Gewissheit sagen können, dass es nicht das Jahr 1927 ist? Alles, was wir wissen, ist, dass es an uns ist, zu verhindern, dass es ein neues 1933 gibt. Das ist unsere Verantwortung. Es ist die Verantwortung der heute Lebenden vor der Gegenwart. Es ist die, unsere Verantwortung vor der Zukunft. Und es ist die Verantwortung vor der Vergangenheit und damit auch vor den Opfern des Nationalsozialismus in ganz Europa. Seien es die Ermordeten, seien es die Überlebenden. Sie, verehrter lieber Herr Wuga, haben eigens die Reise aus Glasgow auf sich genommen, sich die Zeit genommen, der Mühe unterzogen, heute Abend über Ihre Erinnerungen mit uns zu sprechen und uns damit auch an unsere eigene Verantwortung zu erinnern. Die Berliner Sparkasse, ein altes öffentliches Unternehmen mit einem Auftrag von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, genauso wie ich ganz persönlich, wollen uns dieser Aufgabe stellen und der Verantwortung nach Kräften gerecht werden. Deshalb Ihnen, verehrter lieber Herr Wuga, von Herzen Dank. Geschichte ist jetzt, Geschichte, das sind wir. Ich danke Ihnen. Guten Abend, meine sehr verehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie auch alle herzlich willkommen hier im Saal der Akademie des Jüdischen Museums. Und ich möchte auch meine Stimme auch als Dank an Herrn Peter und die Sparkasse Stiftung für die Finanzierung dieser neu begonnenen Reihe heute Abend. Ich freue mich sehr auf das gleich beginnende Gespräch mit Henry Wuga. Ich habe Henry kennengelernt vor genau 8 Jahren beim 70. Jahrestag der beginnenden Kindertransporte bei der Reunion in London war das.
Und Sie wissen aus der Einladung, dass Henry zu den etwa 10.000 Kindern aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei zählt, die eben mit den Kindertransporten nach Großbritannien, Deutschland entkommen konnten und gerettet werden konnten. Wir möchten Ihnen vor unser Gespräch kurzen Ausschnitten aus dem Film Into the Arms of Strangers, Stories of the Kindertransport, zeigen. In dem Film werden Interviews mit 12 Personen geführt, die aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei mit einem Kindertransport nach Großbritannien gekommen sind. Sie erzählen über ihre Kindheit und ihr Familienleben, über ihre Erfahrungen unter der nationalsozialistischen Herrschaft, über Abschied und Abreise mit dem Kindertransport, die Erlebnisse bei der Überfahrt, das Ankommen in England und die Aufnahmen in Familien oder in Heimen. Zu den Interviewpartnern gehören auch die Mutter eines der Kinder, eine Pflegemutter und zwei Personen, die an der Organisation der Kindertransporte beteiligt waren. Was wir hier gleich sehen werden, sind historische Aufnahmen, die zwischen die Interviews eingewoben sind. Im Jahre 2001 gewann Into the Arms of Strangers den Academy Award für die beste Dokumentarfilm. You might want to pull it a little bit closer. Ja, Henry, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, erneut nach Berlin zu kommen, um erstmals für ein größeres Publikum zu sprechen, mit mir dieses Gespräch durchzuführen. In dem Film Into the Arms of Strangers, alle die Personen, die interviewt werden, haben sehr prägnante und sehr detaillierte Erinnerungen an den Kindertransporten, an den Abschied aus ihren Heimatstädten, an die Fahrten, an den Ankunft natürlich. Wie war es bei Ihnen? Wie lange vorher wussten Sie, dass Sie allein ohne Ihre Eltern dann auf den Kindertransport gehen würden? Wir wussten, dass wir nicht in Deutschland bleiben können. Und meine Eltern haben getan, was sie konnten. Aber ich habe nur vor 3-4 Wochen gewusst, dass ich einen Platz auf dem Kindertransport habe. Und inwiefern haben Ihre Eltern zuvor mit Ihnen darüber gesprochen und erzählt, dass Sie dann allein... Ja, selbstverständlich. Man kommt aus Nürnberg. Wir haben vorher gewusst, wie schlimm das ist in dieser Stadt. Und wir haben versucht, nach Amerika zu kommen, auszuwandern, Affidavit zu bekommen. Aber alles klappte nicht, bis wir dann einen Platz fanden auf dem Kindertransport. Und Sie sind im Mai 1939 von Nürnberg aus dann gefahren. Wir sehen hier auf dem Bildschirm ein Foto, was kurz vor Ihrer Abreise dann von Ihnen und Ihren Eltern dann aufgenommen wurden. Können Sie uns ein bisschen erzählen von den letzten Tagen zu Hause und wie Sie dann von Nürnberg abgefahren sind? Die letzten Tage zu Hause. Wir müssen weg. Darf ich sagen, entschuldigen Sie bitte mein Deutsch. Mein Deutsch ist von einem 15-Jährigen in 1939. Und die Sprache lebt, die Sprache ändert sich. Aber ich hoffe, I do justice to what I'm saying. Die Vorbereitungen zu dem Kindertransport, wir wussten, ich muss gehen, man kann einen kleinen Koffer, das ist alles, was man mitnehmen durfte. Was mir geholfen hat, ich war schon, Sie werden später hören, mit 14 Jahren hat meine Mutter mich aus der Schule genommen und nach Baden-Baden in ein Hotel geschickt, um etwas zu lernen. Also ich war schon mal von zu Hause weg. Die meisten Kinder auf dem Transport, waren noch nie von ihrer Mutter und Papi weg. Also das war ziemlich traumatisch. Ich wusste, ich komme nach Schottland. Schottland, das war ein bisschen weit weg, das wusste ich nicht ganz, wo das ist. Aber da ich schon mal von zu Hause weg war, konnte ich den Kindertransport, ich konnte ihn in Kraft nehmen. Natürlich, auf Wiedersehen zu sagen zu seinen Eltern, die man vielleicht nie wieder sieht, das wusste man ja nicht. Ja? Das war ziemlich schwer. So, der Abschied war nicht einfach. Aber während wir dann im Zug waren,
Ich kann mich gut daran erinnern. Stellen Sie sich vor, Kinder mit 6, 7, 8 und 9 Jahren, noch nie von zu Hause, von den Eltern weg. Die haben natürlich, die haben nicht geweint, die haben geheult. Das war ziemlich schlimm. Und nicht nur das, in dem Zug waren Polizisten oder SA-Männer mit ihren braunen Hemden. Und war sehr deprimierend. Bis wir nach 6, 8 Stunden über die holländische Grenze kamen. Da, es ist unglaublich, sogar von den Kindern, die von nichts wussten. Da hat sich dieser Druck hat sich gehoben. Wir waren auf einmal in einem anderen Land, wo sie uns nicht bedrücken werden. Das war unglaublich. Und an jeder Haltestelle in Holland, da waren Frauen mit heißer Schokolade, mit Äpfeln, mit Sandwiches, also Butterbrote. Und ich wäre, es ist komisch zu erzählen. Orbe Pomeranz wird das wird Ihnen erzählen auch. Wir waren nicht arm zu Hause, wir waren nicht reich. Mein Vater hat ein kleines Bürobedarf gestellt. Wir haben natürlich gut gegessen, aber unser Brot war Holzofenbrot. Ja? Und in Holland, das Brot war weiß, schneeweiß. Ich meine, es ist unglaublich, dass von den vielen, von den tausend von Kindern, wir alle erinnern, rote Äpfel und weißes Brot. Also durch Holland ging das gut. Das hat sich beruhigt. Bis am Abend kamen wir dann nach Hoek van Holland und dann auf den Schiff, den Kanal zu überqueren. Bis dahin waren wir ungefähr 18 Stunden unterwegs, dann über Nacht über den Kanal nach London, zu Liverpool Street Station. Das müsste 1,5 Tage, 2 Tage gewesen sein. Also die Kinder, wir waren nicht mehr hungrig, aber wir haben... Das war ein Erlebnis. Man hat natürlich, es war sehr schwer. Wer wird uns finden, wer wird uns abholen? Aber das auf Wiedersehen sagen zu den Eltern. Aber die Reise, das bleibt in meinem Gedanken. Henry, viele von unseren Zeitzeugenstifter, die mit dem Kindertransport nach England gegangen sind, haben auch sehr eindringlich von ihrer Erfahrung an der deutsch-holländischen Grenze auch erzählt. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie es bei Ihnen war, wie es war, als Sie angekommen sind. Sie sind auch über Bentheim, glaube ich, dann gefahren. Und müssten Sie auch dann aus dem Zug steigen und dann in einem anderen Zug, einen holländischen Zug? Und was war diese letzte Erfahrung dann auf deutschem Boden? In Bentheim diese Nazi-Uniformen loszuwerden aus dem Zug. Und sie haben auch geschaut, was tragen wir, was ist in unserem Koffer drin. Das war alles sehr stark überprüft. Aber da hat sich das einfach, die schwere Last, das hat sich erlöst. Und dann in den holländischen Zug eingestiegen. Da wurden die Sachen ruhiger und die kleinen Kinder wurden ruhiger, wurden friedlicher und haben das gut mitgemacht. Und als Sie damit gefahren sind, gab es Freunde oder Kommilitonen, die mit Ihnen aus Nürnberg gefahren sind? Oder das waren Sie? Ich kann mich nicht erinnern, wer in meinem Zug war. Also niemand, den ich kannte. Mhm. Ich hatte keine Freunde in dem Zug, nicht aus meiner Schule, nicht aus meiner... Ich war einfach in dem Zug, da waren viele junge Kinder. Aber wir kamen gut an in Liverpool Street Station. Und bei Ihnen, Henry, war das so, dass Sie wussten, wohin Sie kommen? Sie wussten, dass Sie dann gleich weiter nach Glasgow fahren? Meine Mutter hat eine Cousine gehabt, die nach Glasgow ausgewandert ist. Und hat sie natürlich, in Glasgow hat sich die Dame gekümmert, das Komitee in Glasgow gefragt, können Sie einen Platz finden für meinen Sohn? Und so ist das natürlich gut gegangen. Ich kam direkt nach Glasgow. Liverpool Street Station, darf ich davon etwas erzählen? Also 1939, ja. Wir kommen da in den Keller unten. Es war alles sehr schwarz in dieser Zeit. Vielleicht 150 Kinder. Manche wurden abgeholt von ihren Garantoren. Andere wurden zu einer Schule geschickt. Aber es kamen auch Leute, die gesagt haben, wir nehmen ein Refugee-Kind. Wir kommen und holen uns eins ab. Leider, das war, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, ja, ein Cattle Market. Ja. Leute sind gekommen, ja, der gefällt mir.
Ja, den nehme ich. Aber der hatte eine Schwester. Also Zwillinge wurden getrennt, sich Monate, jahrelang nicht wieder zu sehen. Aber Leute haben geholfen und sind gekommen und haben Kinder angenommen. Ein Kind anzunehmen, wir dürften ja nicht arbeiten in Großbritannien zu dieser Zeit. Also wenn du ein Kind angenommen hast, du musstest das Kind ernähren, das Kind kleiden, das Kind zur Schule schicken. Das war natürlich sehr, nicht jeder konnte sich das leisten. Ich selbst kam nach Glasgow. Eine Dame, eine Mrs. Etta Harwich, die muss Ende 60, 70 gewesen sein. Ihre Familie war aufgewachsen. Sie nimmt einen 15,5-jährigen Jungen an. Ja? Ich habe mein eigenes Zimmer gehabt. Ich bin da zu der Familie gekommen. Für mich war das fantastisch. Das ging reibungslos. Natürlich, ich konnte die Sprache nicht. Aber Englisch lernt man ja ziemlich schnell. Ja, ja, Sie gehören wirklich zu den Glücklichen, die einen sehr guten und relativ glatten Anfang gehabt haben hier in Schottland. Wir wissen ja von vielen Geschichten von Kindern, die es viel schwieriger gehabt haben. Wir werden dann zurückkommen zu Ihrer Zeit in England, aber ich möchte erstmals einen großen Sprung zurück. Wir sehen hier auf dem Bildschirm mal das Visa, was eigentlich so als Visa-Ersatz für die Kinder. Jedes Kind hat eben dieses Dokument bekommen. Und das hat Henry noch, und man sieht ja genau das Datum, wo er dann in Harwich dann angekommen ist. Aber erstmals springen wir ja ganz zurück, also zu einer Kindheit in Nürnberg. Ihre Eltern stammen beide nicht aus Nürnberg, aber sie sind dort im Februar 1924 geboren. Wie war die erste Jahre und bis zur ersten Einschulung? Meine Mutter kam aus Heilbronn, aus Württemberg, mein Vater aus Graz in Österreich. Er hatte ein kleines Bürobedarfgeschäft. Wir hatten eine Wohnung und dann zogen wir in die Fürther Straße, die große Straße nach Fürth. Er hatte eine gewöhnliche Kindheit. Ich war ein einzelnes Kind natürlich, ein einzelner Sohn. Ging zur Volksschule, in die Schule geschickt worden. Das war zum Wochenende sind wir aufs Land gegangen, wir sind viel gelaufen. Also ich bin aufgewachsen, normale Kindheit, bis natürlich 1933, ja, hat sich das umgewendet, als Hitler zur Macht kam. Das hatten wir gleich gewusst. Ich kann nur das so sagen, wir wussten das ziemlich früh. Komme aus Nürnberg, Julius Streiche und der Stürmer, diese furchtbare Zeitung. Mit diesen, unglaublich. In Nürnberg haben wir das alle schon viel früher erlebt. Unsere Synagoge wurde lange bevor der Kristall noch abgebrannt. Also in Nürnberg haben wir das sofort gefühlt. Das geht nicht so weit. Das ist ein sehr interessanter Punkt, ob Sie auch schon als 8-9-Jähriger vor der Machtübernahme, vor der Machtergreifung, Machtübergabe der Nationalsozialisten. Sie meinen, dass in Nürnberg war das eigentlich präsent, die Macht der Nationalsozialisten. Ja, aber ich glaube, dass ich vor der Macht, also vor 33, haben wir nicht darüber gesprochen, habe ich nicht viel von gewusst. Aber sobald die Machtübernahme kam, das hat sich sofort geändert. Man hat darüber gesprochen. Meine Eltern haben Angst gehabt, denn man wusste, das kann nicht so bleiben. Und in der Schule, kann ich das sagen, in der Schule, ich war in einer Volksschule in Nürnberg. 30 Kinder in der Klasse, ich weiß nicht. Freunde, man hat Freunde, hat nichts zu tun, nichts gehabt zu Juden oder Arier, waren Kinder, ja. Aber was kann ich Ihnen sagen? Die haben schöne Lieder gesungen, ja. Alles in Ordnung, Großmütter sind sie rasiert, aber sie war nicht eingeschmiert. Aber dann kommt es. Zwei Juden baden in einem Fluss, weil sich eine Sau mal waschen muss. Der eine ist ersoffen, vom anderen wollen wir es hoffen. Du bist 10 Jahre alt und das wird dir ins Gesicht gesungen. In meiner Schule, in meiner Volksschulklasse, waren 3 jüdische Kinder. Wir wurden hinten in die Ecke gesetzt. Die Lehrer haben nicht mit uns gesprochen, die Kinder haben nicht mit uns gesprochen. Also es war sehr erdrückend und furchtbar. Und das vor sich so
was man früher dachte, waren Freunde, sich so zu... Ich kann mich das genau daran erinnern. Es war furchtbar. Furchtbar. Dann natürlich haben wir versucht, in eine andere Schule zu kommen. Und wir waren sehr glücklich. Nürnberg, Fürth. Die Fürth ist eine kleinere Stadt, ganz in der Nähe von Nürnberg. Hatte eine gute israelitische Realschule. Und da kamen wir natürlich in die Realschule nach Fürth. Da haben wir sehr gut gelernt. Aber da der Druck dann war natürlich, in meiner Klasse waren 52 Kinder. 52 Kinder in einer Klasse. Aber wir haben gut gelernt, also unsere Lehrer, das war sehr gut. In der Klasse über mir war Henry Kissinger. Das war mein Schulkollege. Ich kannte ihn nicht dann, er war ja ein Jahr älter. Aber aus der Schule kamen wir und da haben wir gut gelernt. Kann ich sagen, dass ich mit 14 aus der Schule genommen wurde? Wir kommen gleich dazu. Aber diese Ereignisse 1933 nach der Machtübernahme und diese Erlebnisse in der Schule, das kam wie ein Blitz. Fast von einem Tag auf den nächsten haben Kinder von Ihnen abgewendet. War die Situation, die Stimme eine komplett andere geworden? Ja, man konnte einfach nicht mehr mit anderen Leuten umgehen. Die haben Angst gehabt, etwas mit Juden zu tun zu haben. Die Kinder dürfen nicht mehr mit uns sprechen. Der Vater hat Angst gehabt, er wird seine Stelle verlieren. Er hat etwas mit Juden zu tun. Man hat sich natürlich ganz eingeschränkt gefühlt und nicht viel nicht-jüdische Freunde gehabt. Sehr wenige haben zu einem gehalten, weil sie alle Angst hatten. Die waren ja einem beeindruckt von der Macht der Nazi-Regierung. Ja? Das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird bei unseren archivpädagogischen Workshops von Schülern und Schülerinnen, ob die Zeitzeugen nicht jüdische Freundinnen hatten zu der damaligen Zeit. Und die meisten sagen, dass sie hatten mal Freundinnen, aber dass diese Freundinnen dann sehr bald eben keinen Verkehr mehr mit ihnen hatten. Sehr richtig, ja. Sei es dann aus Grund der Schule und der Lehrer, der Druck auf die Lehrer, sei es auf Druck von den Eltern. Die meisten Kinder haben dann ein HJ oder BDM. Dann mussten dann Mitglieder von diesen Organisationen. Sie waren schon zu einem früheren Zeitpunkt, glaube ich, schon Mitglied einer jüdischen Jugendgruppe. Ja, ich war Mitglied einer jüdischen Gruppe. Man hat schon damals, ich war ganz jung, aber meine Mutter hat mich geschickt an den Bodensee auf Hachschara. Hachschara, die Vorbereitung in Palästina in der Agrikultur zu arbeiten. Aber ich war ein junges Kind, ich bin da hingegangen, wir haben viel gelernt, viel gehofft, nach Palästina auszuwandern, aber das hat sich natürlich gedreht. Aber da war ein jüdischer Sportclub auch, Maccabi, denn man konnte ja in einem gewöhnlichen Sportclub konnte man nicht mehr mitmachen, man durfte ja nicht. Also das hat sich natürlich eingeschlossen. Und kulturell, da war natürlich der jüdische Kulturbund, all die Komponisten, all die Schauspieler, all die Musiker durften ja nicht mehr in the public Vorstellungen geben. Das musste alles eingeschlossen werden. Ja, da redet man von einem Prozess der Ghettoisierung natürlich und gewisserweise auch der Selbstghettoisierung, weil die Leute hatten keine anderen Möglichkeiten. Die Leute sind entweder ins Ausland dann ausgewandert, geflohen, beziehungsweise sie sind dann in Deutschland geblieben. Gerade der Kulturbund hat dann eine Möglichkeit, viele Künstler einen Lebensunterhalt verdienen zu können geboten. Zurück zur Schule in Fürth. Sehr häufig werden die jüdischen Schulen in dieser Zeit als Insel der Geborgenheit beschrieben. Man hat sich dort wohlgefühlt. Ja? Das war eine jüdische Schule. Das waren alles Kinder, die von ganz Nürnberg in Fürth in die Schule gegangen sind. Hatte ich viele Freunde, viele Familienfreunde, die ich leider in Amerika kennengelernt habe. Das war, wie Sie sagen, eine Insel der Geborgenheit. Das war richtig gut. Dort konnte man lernen, man konnte Aufsätze schreiben, man konnte Musik machen. Das war fein. War gut. Sie haben erzählt, da waren 52 Schüler in Ihrer Klasse. Ja. Aber waren es eben einzelne Jahrgänge oder waren es durchmischte Jahrgänge in den jeweiligen Klassen? Das waren etwas gemischte Jahrgänge, ja.
zwei Jahrgänge zusammen in einer Klasse. Ja? Dann waren natürlich höhere Klassen, aber die waren nicht alle vom selben Niveau. Und wir sehen hier ein Bild von Ihnen in der ersten Reihe, ja, zusammen mit Ihrer Schüler und Schülerinnen, Ihrer Klassenkameraden, Kameradinnen. Und das war ja eine Schule, wo Mädchen und Jungen zusammen in Klassen waren. Sehr richtig, ja, ja. Und wir haben uns auch gefragt, Henry, wo dieses Foto aufgenommen würde. Weil das, was man sieht von der Architektur, man ist nicht so ganz sicher. Wir haben uns gefragt, ob das, wir haben eigentlich gedacht, das kann ja nicht die Schule gewesen sein. Ja, in der Mitte ist Dr. Benno Heinemann, den kenne ich gut, unseren Lehrer. Sie sehen, wir haben manche Tiroler Hosen angehabt. Das war so Sitte in Bayern. Wie das Schulbild gemacht worden ist, ich weiß nicht. Ich habe es, obviously, wie man heute, und wir mussten es einfach hinsetzen. Sie können sehen, wie groß die Klasse war. Kann ich nur dazu sagen, von dieser Klasse, das ist unglaublich, viele von dieser Klasse haben überlebt. Viele, die meisten sind nach Amerika ausgewandert. Und später in Amerika ein Mann namens Frank Harris, der kam von dieser Schule. Und weil er in New York gearbeitet und gelebt hat, der wurde auch 95 Jahre alt, der hat uns zusammengehalten und hat über die Jahre, viele Jahre, einen Club gehabt für Nürnberg-Fürther. Und wir sind, Ingrid und ich sind da öfters hingegangen. In 1985 waren 12 Kinder von dieser Klasse bei dieser Konferenz in Amerika. Und ein paar Jahre später waren es noch weniger. Und vor ein paar Jahren waren noch 4 von uns von dieser Klasse waren noch am Leben. Also unglaublich, wie sich das fortgesetzt hat. Leider, Frank Harris ist gestorben, unser Freund. Aber Henry Kissinger lebt noch und er spricht genau mit einem fränkischen Akzent, mit der tiefen Stimme. Ja, aber der spricht doch ja, in der Tat. Und wenn Sie Englisch sprechen, hört man Ihre fränkische Wurzel eigentlich viel weniger, finde ich. Die Schulzeit in Deutschland, da gab es auch natürlich Schulferien. Wo ist man dann hingegangen in der Ferienzeit? Schulferien in der Ferienzeit. Meine Mutter kam aus Heilbronn. In Heilbronn, mein Großvater hatte eine Brauerei und er hat Restaurants. Und ich hatte viele Cousins in Heilbronn. Und natürlich gingen wir auf Ferien nach Heilbronn zu unserer Familie. Da hatte ich mehrere Cousins, Onkel, Tanten und Onkel. Und meine Großmutter, Großvater habe ich nie gekannt, meine Großmutter. Und da haben wir uns natürlich wohlgefühlt. Ja? Wir hatten ein großes Restaurant. Und das für Schulferien waren sehr schön in der Familie. Das war sehr gut, ja. Meine Mutter ging immer nach Heilbronn. Wir sind nie woanders hingefahren. Ja, das ist sehr interessant, weil viele von unseren Zeitzeugen haben erzählt, dass sie mit ihrer Familie eben dann ins Ausland gefahren sind in der Ferienzeit, um nicht Ferien in Deutschland zu machen, weil die Stimmung eben so in so vielen Orten auch gegen die Juden aufgeheizt war, dass man sich nicht sicher fühlte, gewiss nicht wohl gefühlt hat. Das war ein Grund, aber natürlich ist das nachvollziehbar, dass man zu Familie dann gegangen ist. Ich glaube, die meisten unserer Gäste heute Abend wissen von der Einladung, dass ihr Vater aus Österreich stammt, dass er eigentlich aus einer katholischen Familie stammt. Sind Sie gelegentlich mal nach Österreich dann gefahren? Mein Vater stammt aus einer katholischen Familie. Ich bin streng jüdisch erzogen. Mein Vater wollte nichts mit Religion zu tun haben. In seinem Familienbuch von 1800, whatever, schreibt er, ich bin ein Dissident. Okay, fantastisch. Der hat sich einfach nicht so, ich bin jüdisch aufgebracht worden, war kein Problem für meinen Vater. Kein Problem. Er hat mich 1937, da sind wir mit dem Zug nach Graz gefahren, seine Mutter war krank, und habe dort seine Mutter kennengelernt, meine Großmutter und meinen Onkel. Ich weiß, das sind Geschichten, die gehören nicht dazu, aber okay. Mein Vater hatte 2 Brüder, 3 Brüder und eine Schwester. Okay. Von diesen 5
4 Leuten. Ich bin der einzige, eine katholische Familie ohne Kinder, ist nicht vorzustellen. Also von diesen 4, 3 Brüdern, eine Schwester, ich bin der einzige Wuga, der überlebt hat. Das ist ganz unglaublich. Aber so ist es. Ich bin ein Wuga. Wir sind dann nachher, später, wenn der Krieg vorbei war, sind wir nach Österreich gefahren, meinen Onkel und Tante zu besuchen. Und das war ein anderer Teil der Familie. Aber meine Hauptfamilie war von meiner Mutters Seite die Würzburgers. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant, 1935, 36 gab es deutsche Juden, die eben dann nach Österreich gegangen sind, um die NS-Staat in Deutschland zu entkommen. Diese Gedanken gab es in Ihrer Familie nie, nein, oder? Nein, das hat sich nicht, die wollten nirgends, mein Vater hatte ein kleines Geschäft, wir hatten Familie in Heilbronn, also wir haben nicht gedacht, woanders hinzugehen, bis dann Kristallnacht kam, ja, dann wurde es anders. Aber schon zuvor, 1937, sind Sie 13 Jahre alt geworden und Sie hatten doch Ihre Bar Mitzwe dann in Nürnberg. Ja, gefeiert. Ich hatte meine Bar Mitzwe in Nürnberg, war nur 13 Leute, nur die engste Familie. Bar Mitzwe in der Synagoge in Nürnberg, die war in der Hans-Sachs-Gasse. Und gut, ich ging ja in eine jüdische Schule, also wir hatten kein Problem, eine Bar Mitzwe zu haben. Ja. Und Sie haben am Samstag bin ich mit meinen Freunden Herbert Leit und Sigmund Mosbacher zur Synagoge gegangen, am Samstagmorgen. Und das war normal. Und haben bei der Rabbiner gelernt oder beim Kantor? Rabbiner gelernt, ja, beim Kantor und Rabbiner, habe meine Pasche gelernt. Das musste ich singen, das ist sehr gore, aber das ging alles normal. Und haben Sie gemerkt in der Zeit, wo Sie in der Schule waren, dass eine zunehmende Zahl von Kommilitonen dann weggegangen sind? Wann setzte sich das ein, dass mehrere Familien, wo es merkbar war für Sie als Kind, dass weniger Schüler, erstmals viele Schüler da, aber dass dann peu à peu Schüler weggegangen sind. Man hat dann gemerkt, Leute sind auf einmal, ich will nicht sagen verschwunden, aber Leute sind schon weggegangen. Zum Beispiel ein guter Freund Herbert Leiter, die machten Spiegel, große Spiegelindustrie in Fürth, die hatten aber auch ein Geschäft in Großbritannien, in Birmingham. Also die Leute sind natürlich so schnell wie möglich ausgewandert, solange sie noch ihre Sachen mitnehmen konnten. Aber man merkte schon, es gab weniger Freunde und weniger Leute. Und kurz nach Ihrer Bar Mitzwe mussten Sie dann die Schule verlassen. Was sind müssen, aber Sie haben die Schule verlassen. Wie kam es zu der Entscheidung? Wie kam es zu der Entscheidung? Meine Mutter, sehr vorsichtig, sie hat gesagt, du musst die Schule verlassen. Du musst etwas lernen, du wirst auswandern und du musst dir dein Leben verdienen. Ich wollte natürlich gerne bei der Schule bleiben. Ich war ein guter Schüler, mir hat es gut gefallen. Mit 14 Jahren ging ich als Kochlehrling zum Hotel Tannhäuser in Baden-Baden. Ein striktes, koscheres Hotel in Baden-Baden. Fantastisch. Mit 14 Jahren. Man lernt schnell, man lernt viel. Es war natürlich Slavery. 5,5 Tage hat man gearbeitet, ja? So war das. Ich habe da so gut gelernt, dass wirklich den Rest meines Lebens denke ich an Baden-Baden. Da war ein Chef, der ist dann zur Armee. Also wir haben zum Beispiel, das war, Sie kennen alle vom Kuchenbacken, ja? Heute haben Sie eine Maschine. Ich habe Schnee geschlagen mit der rechten Hand für stundenlang, tagelang. I mean, so war es eben, ja? Aber es war gut. Baden-Baden war schön, in Baden-Baden zu sein. Es hatte ein Casino, das einzige in Deutschland. Wir hatten eine Dame, die musste abends um 6 Uhr essen, weil um 7 Uhr kam die Taxi ins Casino zu gehen. Also das erinnere ich gut. Baden-Baden. Dann haben wir viel Freizeit gehabt. Wir sind gegangen ins Casino. Natürlich durften wir nicht gehen. Aber was ich auch erinnere, das war 1937, weil ich in Baden-Baden war. Auf einmal wurde die Allee abgesperrt und das große Hotel wurde abgesperrt. Da war eine Konferenz. Ich weiß, Daladier war dort.
ich glaube, Chamberlain war nicht dort, eine Konferenz eine Woche bevor Nürnberg, wo die die Tschechoslowakei verkauft haben, ja? Literally. Die Tschechoslowakei wurde dem Hitler übergeben. Und das erinnere ich an, komisch, zu der Zeit war ich in Baden-Baden. Und das hat mich immer interessiert. Das war ein bisschen Geschichte. Wir sehen hinter Ihnen, Henry, ein Bild von Ihnen als junger Lehrling. Ich überlasse es das Publikum zu entscheiden, ob Sie auf dem Bild glücklich sind oder nicht. In der glücklichen Zeit, die Sie erwähnt haben. Ich fand es sehr interessant zu erwähnen, dass die Gäste in diesem orthodoxen Hotel dann frühzeitig dann abgeholt würden, um dann ins Casino zu gehen. Das ist natürlich auch etwas, was eigentlich wahrscheinlich die meisten nicht bekannt ist. Sie sind dann denn mehrere Monate in Baden-Baden gewesen. Sechs Monate war ich in Baden-Baden, ja. Aber Sie haben Baden-Baden verlassen am 8. November 1938, um eine kurze Pause. Nein, es hat mir dort gefallen. Ich habe schwer gearbeitet, viel gelernt. Aber ich habe gesagt zu den Leuten, ich habe genug, ich will mal nach Hause gehen, meine Eltern zu sehen. Das kannst du nicht. Du bist Lehrling. Du wirst tun, was dir gesagt wird. Ich bin nach Hause gegangen. Gott sei Dank. 19. November, Kristallnacht. Und in Baden-Baden wurde die ganze Gemeinde in die Synagoge geschoben und die Synagoge wurde angezündet. Gott sei Dank, niemand ist dabei ums Leben gekommen. Aber das habe ich, hab ich verlassen. Aber meine Gedanken an Baden-Baden, ein fantastischer Ort mit heißem Wasser in all den Straßen. Ja. Jeder Brunnen hatte heißes Wasser, waren feine Leute, große Hotels. Baden-Baden hat mir gut gefallen, aber raus. Und in Nürnberg selbst, dass Sie dort waren, 9., 10., 11. November 1938, wie haben Sie und Ihre Familie diese Tage erlebt? Zu unserem Haus sind Sie nicht gekommen, aber zum Nebenhaus ja. Wir hatten viele jüdische Nachbarn, hatten Hopfenhändler mit der Brauerei und Hopfen. Und die wurden abgeholt und verschlagen. Ich kann mich nur erinnern, also zu unserem Haus sind sie nicht gekommen. Aber die zwei Nebenhäuser, viele von den Männern sind natürlich abgeholt worden nach Dachau. Am nächsten Morgen, ich sah in den Fensterläden alle zerschlagen. Ich kann mich erinnern, wir gingen zu Haus von Freunden. Die hatten die Plümos aufgeschlossen. Das ganze Haus war voll mit Federn. Die Möbel sind umgeschmissen worden. Es war grausam, ja. Also wir sind nicht mehr zur Schule gegangen. Man konnte ja nicht weggehen. Viele von den Leuten natürlich. Die Väter waren alle im Konzentrationslager. Das war alles furchtbar deprimierend. Von dann an wussten wir, hier kannst du nicht bleiben. Trotz all dem, ich war ja eine komische Geschichte, aber trotz all dem, unsere Synagoge war in der Hans-Sachs-Gasse. Now, Hans Sachs, ein Schuhmacher, ein Dichter, ein Poet. Dann hatten wir zu der Zeit eine Aufführung, die Meistersinger von Nürnberg, zum 400. Jubiläum des Geburt oder Tod von Hans Sachs. Ja, da möchte ich dabei sein. Ja, wow. Meine Mutter sagt, du kannst doch nicht dahin gehen, du wirst totgeschlagen. Juden dürfen nicht mehr ins Kino, gewöhnliche auf die Straße konntest du gehen, aber ins Kino und ins Theater. Wie ich Billette bekommen habe, weiß ich nicht. Aber ich ging hin, ich saß 5 Stunden, die Meistersinger von Nürnberg, oben mit meinem kleinen Libretto. Ich kam nach Hause, nicht geschlagen. Das war mein Kampf gegen Hitler. I will show you. Wenn ich das sehen will, dann werde ich das tun. Voilà. An eine Rückkehr nach Baden-Baden war nicht zu denken? Rückkehr nach Baden-Baden. Das Hotel wurde geschlossen, ein jüdisches Hotel. Dann ging es an. Wohin gehen wir? Dann kam natürlich, meine Mutter sagt, jetzt müssen wir Druck ausstreiten. Mein Vater nahm mich nach München zu der United States Embassy, um ein Affidavit zu bekommen. Wir hatten Familie in Amerika, weitläufige Familie, aber das ging alles nicht.
Und dann kam der Kindertransport. Der hat mein Leben gerettet, ja. Und gab es zuvor, Sie haben vorher erzählt, aber da wurde nicht forciert versucht, mal eine Immigrationsmöglichkeit für die gesamte Familie zu ermöglichen? Nein, das haben wir nicht besprochen. In die Familie von den Kindern, die ich hier habe, die sind nach Amerika ausgewandert. Mein Onkel, der Bierbrauer von Heilbronn, ist nach Israel ausgewandert, um eine Brauerei, die Brauereiindustrie in Israel dort anzufangen. Komischerweise mit Geld von Scottish Brewers. Mhm. Ja, das ist Geschichte. Aber meine Vater und Mutter haben gesagt, so, weil ich weggehe, und ich bin gut weggekommen. Ja. Und dann waren Sie in England und Sie waren bei Frau Havitsch und dort sind Frau Sie dann Havitsch. Wieder in die Schule gegangen. Ich hatte es sehr leicht. Ich kam nach England, die Dame nahm mich auf, hat mich introduced zu ihrer Familie. Ich bin sofort zur Schule geschickt worden. Ich war ein paar Wochen in der Schule, dann kamen Ferien, die Sassoon-Familie in Südschottland hat zwei jüdische Kinder genommen, auf Ferien zu gehen. Nach den Ferien fing die Schule wieder an. Dann brach der Krieg aus. Ja? Auf einmal, September, der Krieg brach aus. Das war natürlich furchtbar. Von dem Moment an natürlich nichts mit dem anderen Land zu tun. Kein Telefon, kein Briefwechsel, nichts. Da hat sich alles aufgehört. Nicht nur das, Krieg, das war sehr deprimierend. Ich hatte einen Onkel in Brüssel, die sind ausgewandert nach Belgien und nach Frankreich. Ich hatte einen Onkel in Brüssel. Zum Weltkrieg. Belgien hat für die ersten paar Wochen nicht mitgemacht. Ich müsste das genau nachgucken, aber ich konnte nach Belgien schreiben. Ja, das war noch nicht ein feines Land. Ich konnte von Glasgow nach Belgien zu meinem Onkel schreiben. Der hat den Brief weitergeschickt an meine Mutter, zurück nach Belgien, zurück nach Glasgow. Das war natürlich nach Kriegsausbruch nicht gut. Corresponding with the enemy. Briefschreiben zum feindlichen Land. Das war sehr gefährlich. Und letztendlich, Henry, diese Briefkorrespondenz über Belgien an Ihren Eltern, unabgesehen von den Inhalten, haben letztendlich zu Ihrer Inhaftierung im Juni 1940 geführt. Und angesichts der Tatsache, dass sie 16 Jahre alt war, also minderjährig war, das war ja außergewöhnlich, dass sie festgenommen würden als Enemy Alien. Das war sehr außergewöhnlich. Wir kamen nach Großbritannien. Friendly enemy alien due to religious persecution. Friendly enemy alien. Aber durch diesen Briefwechsel mit meinem Onkel, meiner Mutter, meinem Vater, bin ich zum Gericht nach Edinburgh geschickt worden und in einer halben Stunde bekam ich ein Dangerous Enemy Alien Kategorie E. Briefwechsel mit dem Feind, während Kriegszeit, ein sehr schweres, very difficult to do. Was sollten die mit mir tun? Ich war, wie du sagst, ich war 16. Ich war ja noch, ich durfte ja nicht mehr, in Schottland durfte man nicht mehr in ein Gefängnis eingesperrt werden. Also ich kam dann in ein Remand Home und dann kam ich in eine Baracke mit deutschen Seeleuten, deutsche Seeleute, die deutsche Schiffe, die von Island gekommen sind, die haben die Briten natürlich festgenommen. Also war ich mit einer Gruppe von deutschen Leuten in einem britischen Gefängnis. Das war pretty schlimm. Aber was konnte ich tun? Danach kam dann Internierung. Wir sehen hier, Henry, hinter Ihnen mal diese Entscheidung von den Advisory Committee. Und hier ist es interessant, was man alles aus so einem Einzeldokument dann entziehen kann. Sie waren ja zu der Zeit Apprentice in einem Hotel Cook. Steht hier, dass Sie also auch als Lehrling schon dann in einem Hotel als Koch gearbeitet haben.
obwohl sie hier auch keine Beruf angegeben wird. Und denn man sieht hier, welche Entscheidung von diesem Tribunal dann getroffen würden. Und es geht um diese letzte Zeile 9, wo steht dann to be interned. Und das ist schon dann von Ende März 1940, aber letztendlich so mit den tausenden anderen Internees auf den Isle of Man sind sie erst dann im Juni 1940 gekommen. Ich war schon eingesperrt, bevor die Internierung, durch diesen Briefwechsel. Warum kam dann die Internierung? Winston Churchill, der hat genug gehabt, die Presse, die britische Presse, was wollen wir mit all den Ausländern? Schickt sie nach Hause. Hat sich ja nicht viel geändert. Ja? Er hat auf den Tisch geklopft im Kabinett und hat gesagt, call it a lot. Und dann wurden all die Flüchtlinge, die Jüdischen von Wien und von der Tschechei, wurden alle eingeschlossen auf die Isle of Man. Ich kam dann von einem Camp zum anderen. Eventually kam ich zur Isle of Man. In einem Camp, muss ich sagen, ich hatte etwas Mut. Ich war jung, aber ich hatte etwas Mut. In einer Gruppe in Edinburgh, bevor der Internierung, war ich mit diesen deutschen Seeleuten. Ja? Und da kam der Kommandant und sagte, ist hier jemand, der kochen kann? Ja, ich habe kochen gelernt. Ich habe gesagt, ich kann kochen. Es war unglaublich, dass ich das getan habe. Aber wir brauchen für 170 Leute müssen wir warmes Essen haben in 72 Stunden. Das haben wir auch getan. Mein Küchenchef, mein Küchenstaff waren leider deutsche Soldaten. Einer nannte mich ein dreckiger Jude, ein anderer hat ihn ins Gesicht geschlagen. Aber das ging dann gut. Eventuell kam ich auf die Isle of Man. Auf der Isle of Man waren wir hinter Stacheldraht. Ja? Warum sind wir hier? Wir haben dem britischen Government gesagt, du brauchst uns, wir wollen Hitler kämpfen, wir sind hier hinter Stacheldraht, um Gottes Willen, wir verlieren den Krieg, wir sind wieder hier, abgeholt zu werden. Also wir haben getan, was wir konnten, für eine zweite Front zu kämpfen. Aber die Internierung für mich war wie eine Hochschule. Die Leute waren alle älter. In einem Camp waren in Douglas von 200 Leuten waren 50 Professoren. Professoren, viele von denen später den Nobelpreis gewonnen hat. Also ich war in einer Gruppe von Erwachsenen. Ich habe dort, das war für mich wie eine Universität. War ganz unglaublich, die Internierung. Wir durften über Self-Governing, man durfte auch manchmal rausgehen, etwas spazieren gehen. Wir haben nicht gehungert. Ist uns ganz gut gegangen dort. Und dann wurde ich entlassen. Während meiner 10 Monate auf der Isle of Man war ich vor einem anderen Tribunal. Wie ich sage, du bekamst die Nazified. Ja? Ich wurde wieder von Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C. Wir können dich nicht länger halten. Du bist unter 18 Jahren. Du darfst ja nicht interniert sein. Und da wurde ich nach Hause geschickt. Aber ja, das waren 10 Monate, die mir gut hier drin sind. Ja, hier sehen wir auch von der Refugee Children's Movement einen Brief, was auch ihre Entlassung dann bekannt macht und dass sie dann zurück dann nach Glasgow dann gehen konnten. Ich möchte einen ganz kleinen Schritt zurück, was Sie erzählt haben, dass das für Sie eine Universität war. Ja. In unserem Bestand haben wir auch sehr, sehr interessante Dokumente, die das genau belegen. Wir haben ja letztendlich die Programme, die aufgestellt sind, mit Matheklassen, mit Physikklassen, mit Vorträgen, die gehalten würden von den älteren Internierten, die, wie Sie erzählt haben, aus Deutschland, Österreich kamen und Hochgebildete waren, Professoren, Professionellen. Aber dort auch in den Lagern sind nicht wenig Leute auch politisiert gewesen. Und das glaube ich, bei Ihnen spielt das auch eine gewisse Rolle. Sie zählten insofern zu den Glücklichen, dass Sie nicht zu den mehrere tausend Männer, junge und alte Männer, die dann weiter deportiert worden sind nach Kanada bzw. nach Australien. Aber Sie waren ja auch zu jung, glaube ich zumindest, um in die Pioneer Corps der britischen Armee zu treten. Und das war für sehr, sehr viele von den Internierten die Möglichkeit, mal raus aus den Camps zu kommen, um eben die Pioneer Corps, dieser erste Schritt
zur britischen Armee. Aber das kam für Sie nicht in Frage? Das war der erste Schritt, in die britische Armee zu gehen. Aber ich war noch zu jung dafür. Ja? Ich wurde nach Hause geschickt, nach Glasgow, zurück zu Mrs. Harwich. Darf ich nur sagen, nach 10 Monaten in einem Camp, in einem Internierungslager, unter seinen eigenen Leuten, ja? Wir waren ja alle zusammen, wir haben alle gelernt, wir haben alle zusammen gehofft. Auf einmal, hier ist ein Stück Papier, fahr nach Hause. Wo finde ich das Schiff nach Liverpool, wo finde ich den Zug nach Glasgow? Auf einmal bist du nach 10 Monaten in einer Community, auf einmal bist du alleine, ja? Aber ich kam gut nach Schottland. Was willst du tun? Die Familie hat gesagt, du kannst uns. Die hatten ein Geschäft, ein Möbelgeschäft. Sag ich, nein, ich will wieder kochen. Und ich bekam eine Stellung als Lehrling in einem Restaurant in Glasgow. Und so ging das weiter. Aber sozial ging das auch weiter, denn Sie wurden Mitglied von der Freien Deutschen Jugend. Also eine, ja, letztlich doch sozialistische Jugendgruppe. Und gleichzeitig waren Sie auch Mitglied im Young Austria. Hier sehen wir ja eine Broschüre, One Year of Internment, was herausgegeben wurde von Young Austria. Und Sie haben ja auch an Marschen und an Film gegeben. Es ist ein bisschen schwer zu lesen, aber auf dem Transparent steht Austrian Youth Fighting with You Against Hitler. Ja, sehr richtig. Da war diese Gruppe, diese Refugee-Gruppe in Glasgow. Freie deutsche Jugend, das war sehr politisch. Ja? Viele von den Leuten sagten, wir wollen zurückgehen nach Deutschland, um eine Demokratie wieder aufzubauen. Das hatte mich als Junge nicht, wir waren sehr politisch engaged, aber zurückkehren wollte ich nicht. Aber diese Gruppe, wie Sie sehen, wir haben natürlich gekämpft, um eine zweite Front zu bringen, um endlich diesen Krieg zu beenden, die Nazis zu besiegen. Wir sind über ganz Schottland gereist und haben gesungen und geredet über Freiheit. Und wir haben da viel mitgemacht. Und da habe ich meine liebe Frau kennengelernt. Wir waren sehr beschäftigt, wir waren viele junge Leute, haben viel gelernt in dem Club. Wir hatten viele Diskussionen. Am Wochenende sind wir in die Berge gegangen. Man musste sich sein eigenes Butterbrot mitnehmen, aber man durfte es nicht essen. Das wurde in die Mitte geschmissen. Lucky dip, ja? Denn wir hatten alle kein Geld, wir waren alle arm. Der eine hatte Margarine, der andere hat nur trockenes Brot. Aber das war sehr, sehr kommunistisch. So war das. Ich habe meine Frau dort kennengelernt und ihre Eltern waren hier in Schottland, auch Refugees, ausgewandert als, die sind ausgewandert als Köchin und Hausbursche. Ja? Das für eine middle-aged couple, das zu nehmen als Geschäftsmann, dann wieder von unten anzufangen. Aber da meine Frau eine Mutter und Vater hatten, das hat mir sehr viel geholfen und da habe ich gleich eine Familie gehabt und wir haben ganz jung geheiratet, mit 20 Jahren. Herr Ingrid ist auch mit dem Kindertransport nach England dann gegangen und glücklicherweise konnten ihre Eltern dann nachfolgen. In der Zeit zwischen nach ihrer Entlassung aus der Internierung, also 1941 bis zum Ende des Krieges, eigentlich schon kurz davor, gab es nur eine Möglichkeit, überhaupt mit ihren Eltern zu kommunizieren, und das waren über Rote Kreuzbriefe. Wir sehr sehen richtig. Hier einen Rote Kreuzbrief, was 1941 dann in ihren Händen gekommen ist und ist kündigt die sehr traurige Nachricht, dass ihre Mutter schreibt, dass ihr Vater dann gestorben ist. Das war 1944. Du gingst zum Roten Kreuz, hast dir den Zettel geholt, durftest 25 Worte. Was kannst du schreiben? Liebe Mutter und Vater, hoffe, euch geht euch gut. Ich bin gesund. Das gab es ans Rotes Kreuz. Die haben das an meine Mutter geschickt. Auf der Rückseite kam die Antwort. Das hat 6 oder 9 Monate gedauert. Also einmal, jede 6 oder 9 Monate wusstest du, ob deine Familie dort noch am Leben ist. Und dann zu hören, dass dein Vater verschieden ist durch so einen Brief, ist natürlich tragisch. Aber so war das Leben.
Aber ich meine, ich habe, was ich da alles mitgemacht habe, aber wir sind hier gut aufgenommen worden in Großbritannien. Man konnte arbeiten, man konnte wie prospert, man hat was getan, wir haben eine Familie gegründet und wir sind, ich hatte es natürlich ziemlich leicht. Viele Leute hatten es viel, viel schwerer. Ingrid wurde nicht zur Schule geschickt, Ingrid wurde ein Dienstmädchen für mehrere Jahre, aber ich hatte es etwas leichter und bin gut davon gekommen. Aber das bleibt einem alles im Kopf stecken und so ist die Geschichte. Wir kommen auch zu der Nachkriegszeit, aber nach dem Tod ihres Vaters war ihre Mutter natürlich unmittelbar gefährdet. Als Juden, alleinstehende Juden in Deutschland, wie hat sie denn den Krieg überlebt? Im Hinterhaus von uns wohnte ein Familie Rippel. Er war ein Postmann, seine Tochter Fanny Rippel war ein Jahr älter, zwei Jahre älter als ich. Wir haben zusammen im Hof gespielt. Und als mein Vater starb, die Rippels haben auf meine Mutter aufgepasst. Eine streng katholische Familie vom Caritas. Und sie kannten einen Dr. Kröner, einen Prälat. Der hat gesagt, Lore, du musst hier weg. Du bist jetzt allein, dein Mann ist gestorben. Ich werde versuchen. Und in der Nähe von Bamberg ist meine Mutter für 1,5 Jahre versteckt worden in einem Dorf. Sie hat natürlich kein Wort gesagt von Juden. Sie hat, she pretended. What is pretend auf Deutsch? Sie gab an, sie ist ein Flüchtling vom Osten. Und Gott sei Dank hat sie das alles überlebt. Und ein britischer Soldat hat sie dann gefunden und mir mitgeritten, hab deine Mutter gefunden. Sie kam zurück nach Nürnberg, ihre Wohnung, ihre vierte Straße war natürlich komplett verbombt. Meine Mutter war, sie war very powerful, war eine sehr starke Frau. Die hat schon im Ersten Weltkrieg in ihrem Restaurant gearbeitet. Mit dieser Fanny Rippel, das junge Mädel, da war auch keine Wohnung, kam zurück nach Nürnberg, sagt sie, hier vis-à-vis, Nummer 6, wohnt eine Nazi-Frau. Die schmeiß ich raus. Die hat es wirklich fertig gebracht. Meine Mutter ist mit der Pfanne hingegangen. Mein Haus ist kaputt. Du gehörst nicht hierhin. Und die sind wirklich eingezogen in Nummer 6, Viertelstraße, vis-à-vis. Das hat sie fantastisch. Dann meine Mutter hat nie, eins hat sie immer gehabt, eine Schreibmaschine. Ja? Die hat jeden Tag einen Brief geschrieben. Dann hatten wir natürlich den Briefwechsel. Es hat 2 Jahre gedauert, bis meine Mutter Einwanderung frei bekam nach Schottland, nach Glasgow zu uns zu kommen. Und diese ganzen Briefe haben wir hier im Archiv des Jüdischen Museums zusammen mit den weiteren Dokumenten, die wir heute Abend mal anschauen. Die Mutter ist dann nach Schottland gekommen, aber sie ist nicht bei Ihnen geblieben. Nein, sie ist nicht bei uns geblieben. Warum nicht? Okay. Sie verlässt einen 16-jährigen Jungen, 15,5-jährigen Jungen. Sie hat gehofft, sie kommt hier. Ich bin verheiratet. Wow. Meine Mutter hat Ingrid sehr gern gehabt, aber nicht als Frau. Sie lebte bei uns 2 Jahre, aber hat gedacht, ich gehe weiter. Und sie ist ausgewandert nach Brooklyn. Ihre Schwester war in Brooklyn. Meine Mutter ist nach 2 Jahren nach Brooklyn gegangen, hat schwer gearbeitet in vielen Restaurants, aber sie war eine starke Frau. Bekam ein American Citizen, hat sich sogar eine Sozialnummer und eine Steuer, eine Nutzsteuer. Tax number? She got money from the United States. Anyway, she became an American Citizen. Natürlich, wir hatten dann 2 Töchter. Jedes Jahr kam meine Mutter zu uns oder wir gingen nach Amerika. Das war innen aus. Also das Familienleben ging weiter. Natürlich von einer Distanz, aber sie wollte nicht bei uns in Glasgow bleiben. Und dadurch sind wir viel nach Amerika gekommen und dadurch haben wir viel zu tun gehabt mit der Nürnberg-Fürth-Gruppe, mit all den Leuten, die von meiner Klasse, ich meine unglaublich, nach
30, 40 Jahren treffe ich Leute, die in meiner Klasse waren. Aber wir hatten in Glasgow, ich habe viel gearbeitet in Hotels und bin dann nach Frankreich gegangen, um etwas weiter kochen zu lernen, nach Lyon-Rhône. Und dann kam ich zurück nach Glasgow. Und eventually haben wir ein Catering-Business angefangen. Und für 30 Jahre hatten wir ein Traiteur-Geschäft, Hochzeiten und Bar Mitzvahs gemacht. Und wir haben 2 Töchter und 4 Enkelsöhne. Und here we are. It's a positive story. Das ist es in der Tat. Ich möchte dennoch, wir haben ja 2 Fotos hinter Ihnen. Eine in ein paar Jahre her und ein anderes, was dann eher neulich dann aufgenommen wurde. Chefkoch sind Sie gewesen im Grand Hotel. Und dann, glaube ich, auch wichtig, auch unser Publikum mal mitzuteilen, dass Sie ein Catering-Geschäft hatten, aber es war auch ein koscherer Catering-Geschäft. Es war ein koscheres Catering-Geschäft, ja. Ich war ein Chef, ja, aber das Geschäft hat mir gehört. Aber Sie wissen ja, wie das ist, große Functions. Leute sagen zu mir, warum läufst du rum in deiner Chefsuniform? Du bist doch der Inhaber von dem Geschäft. Da sage ich, du verstehst das nicht. Ich bin der Inhaber vom Geschäft, aber ich bin ein Küchenchef. Das ist viel wichtiger, als ein Inhaber zu sein. Das ist was anderes. Ja? Man muss natürlich, aber es ging gut. Und jetzt sind wir natürlich schon lange zurückgezogen. Und was kann ich noch erzählen? Ich kann Ihnen noch was fragen. Sie sind ja seit Jahrzehnten ein passionierter Skifahrer gewesen. Und in den 1960er Jahren entdeckten Sie den Skibob. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich hatte einen Freund in Kanada, der diese Skibob selber gebaut hat. Ich bin leider nie mitgefahren, aber wie man hier auf dem Bild sieht, Herr Wuge ist sehr lange mit so einem Apparat unterwegs gewesen. Aber es war ja nicht nur Spaß, denn diese Skibob hat letztendlich zu einem sehr bedeutenden soziales Engagement geführt. Vielleicht können Sie uns davon erzählen. Ja, also Skifahren, auf Skien selbst war ich nicht sehr gut, aber auf Skibob ging es prima. Ingrid ist auch Skibob gefahren, auch unsere Kinder. Dann haben wir weitergeholfen, Leuten zu helfen, behinderte Leute. Und dann war ich in einem Skibob-Club und wir gingen zu BLESMA, British Limbless Ex-Servicemen's Association. Also Männer und Frauen, die in der britischen Armee waren und Arme, Beine oder Augen verloren haben. Und für 25 Jahre war ich ihr Skibob-Lehrer. Und wir haben jedes Jahr in die Alpen gefahren. Wir hatten einen Base dort in Sölden. War fantastisch. Mit den Leuten, was diese Leute machen, ab von hier, was die leisten können, das ist inspiring. Was diese Leute machen, die verwundet sind, die wollen es besser tun als gewöhnliche. Und durch dieses Mitmachen habe ich einen Orden bekommen von Her Majesty the Queen in Edinburgh, Member of the British Empire. Ich habe nachgeschaut und ich habe auch gedacht, es ist Member of the British Empire. Ich habe auch dann gelesen, dass der BME ist the Medal of the Most Excellent Order of the British Empire. Man sieht sie Ihnen hier mit Ingrid dann in Edinburgh mit ihrer Medaille. Ja. Und ich denke, dass es unser deutsches Publikum besonders interessieren wird, wie Ihre Begegnung mit der Queen war. Begegnung mit der Queen, natürlich eine große Ehre. Und es war nicht in London, in Edinburgh, es ist viel kleiner, viel schöner in dem Schloss in Edinburgh. Die Begegnung mit der Queen. Die Queen steht auf einer Dais. Und wird genau gesagt, geh hin. Die Queen wird ihre Hand ausstrecken, du wirst sie bei der Hand schütteln, dann hast du eine Minute mit ihr zu sprechen und dann gibt sie dir die Hand wieder und macht so, also tritt etwas zurück, verbeuge dich und geh weg. Aber da waren unsere Töchter waren da, unsere
da waren vielleicht 80 Leute. Das war sehr, war wunderschön, richtig. Und als Refugee, als ein Einwanderer in ein Land zu kommen und dann das zu machen und dass man das ankennt, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Ja, ich erinnere mich auch, als wir uns getroffen haben 2008 beim 70. Jahrestag der Kindertransport, da war Prinz Charles da, ja. Und hatte sehr, sehr viel Zeit. Dann war der ganze, ja, Tag da und ging dann von Tisch zu Tisch und hat sich sehr engagiert gezeigt und sehr, sehr, sehr viel Mitgefühl mit Hunderten von Kindern gesprochen. Prinz Charles tut viel für Refugees. Ich muss sagen, unglaublich. Wir waren vor einem Monat waren wir eingeladen zum Lunch im St. James' Palace bei Prinz Charles. Da waren 80 alte Refugees natürlich, ja. Aber er kam an jeden Tisch und hat sich 5 Minuten hingesetzt. Wir haben uns alle unterhalten. Und was kannst du sagen in den 5 Minuten? Aber da ich Prinz Charles öfters Skilaufen in Klosters und Davos getroffen habe, meine Tochter sagt, Daddy, der ist Prinz Charles. Sag ich, okay. Nein, wenn die Royals zum Skilaufen sind. Am ersten Tag natürlich, die Paparazzi, furchtbar. Nach dem ersten Tag, Prinz Charles steht wie jeder in der Schlange und wartet auf den Lift. Also da gibt es kein Vordrängen. Unglaublich. Und natürlich, wenn man ihn trifft, dann, good morning, Sir. Und er sagte zu mir, ich habe noch nie so etwas gesehen, ein Skibob. Sag ich, tut mir leid, Sir. Ich habe einen Wilwuzi auf einem sitzen. Und habe ich ihn einen Brief geschrieben an Palace. Habe auch eine Nachricht von ihm bekommen. Wir haben Prinz Charles mehrere Male getroffen. Er hat uns eingeladen in Clarence House, weil er tut viel für Refugees. Und so ist es. Also das ist sehr schön. Ja? Und gut, Henry, zu wissen. Sie tun sehr, sehr viel, um Ihre Lebenserfahrung, Sie und Ingrid, um Ihre Lebenserfahrung dann weiterzugeben in Schulen. Sie sind seit 2009 fast jedes Jahr hier im Jüdischen Museum Berlin gewesen. Sie kommen wirklich fast jährlich, um vor allem dann mit Schulklassen sich zu treffen. Und wir sehen hier ja einige Aufnahmen von mehreren Situationen über die letzten 8 Jahre, wo Sie und Ingrid mit Gruppen dann getroffen haben. Und diese Workshops mit das Ehepaar Wuga, ich glaube, Sie alle können das nachvollziehen nach dem heutigen Abend, sind wirklich etwas Besonderes. Aber Sie machen das nicht nur hier in Deutschland. Ich glaube, Sie haben das nur hier in Deutschland gemacht, aber machen Sie es auch in Schottland? Ja, in Großbritannien. Wir arbeiten für den Holocaust Educational Trust und den Holocaust Memorial Day Trust. 2 Vereine, die natürlich über den Holocaust sprechen. Wir genau was wir hier tun, sprechen wir in Schulen in der Glasgow-Gegend, also in Schottland. Ingrid und ich haben über die Jahre schon mindestens in 100 Schulen gesprochen. Wir erzählen Geschichte, die Geschichte und dann, was wir zurückbekommen von den Kindern, das ist das Wichtige. Die schreibt man dann einen Brief, sie passen auf, sie fragen gute Fragen. Also die Geschichte muss nicht sterben, die Geschichte muss, dass sowas nie wieder passieren soll. Das ist, ich meine, wir sind 93 Jahre alt, aber wir sind, Gott sei Dank, we are able to do it, ja, wir machen es noch, ja. So soll es weitergehen. Und Henry, in 2 Monaten feiern Sie und Ingrid Ihren 73. Hochzeitstag. Exakt, ja. Und ich möchte Ihnen im Namen vom Jüdischen Museum Berlin, aber auch von dem gesammelten Publikum alles, alles Gute wünschen, Gesundheit voran und dass Sie noch viele Male noch nach Berlin kommen können, um an diesen Workshops teilgenommen. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Obi, ich danke. Obi. Enough. Obi, ich danke dir und dem Jüdischen Museum für die Einladung. Wir kommen gerne hierher.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und mein Deutsch war gut genug. Und vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es ist eine Ehre, hier eingeladen zu sein, um mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Ja.